Ja, ist gut, du Sack. Du, ich verstoß gleich nochmal gegen mein Credo. Bin ich doof? Steht er da unten? Boah! Na, oh, da ist eine Leiter, verdammt. Runter! Geht doch. Haben sie euch in die Stadt gelassen? Oder habt ihr kämpfen müssen? Ach, vielleicht sollte ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht und dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. So sagt man jedenfalls. Jetzt ist mir eine Gruppe von ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen, mit eurer Klinge? Kehrt ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse, werdet ihr von meinem Wissen profitieren. Beleidigt oder warst du mit ihr in der Kiste? Da sind Männer generell nicht so scharf drauf, wenn man mit ihren Frauen in die Kiste springt. So, außer Sichtweite. Gehen wir ein bisschen weiter runter. Da hinten ist nämlich auf jeden Fall noch einer. Oh verdammt, der hat mich gesehen. Oh nein! Nein! Warum klettert er nach oben, der Idiot? Nach unten. Verfluchter Feigling!
Jetzt muss ich mir erstmal doch wieder irgendwo Messer besorgen, glaube ich. Wir versuchen es nochmal. Das Problem ist, die Leichen liegen noch da und damit sind die natürlich dann immer ein bisschen vorsichtiger. Ach, jetzt komm. Irgendwann ist Oma gut, Alter, hier. Was? Wirklich? Komm her. Ja, genau. Immer in dem Moment, in dem ich irgendwo reinflüchte. Höre den Ton! Wo war die Leiter da? So, ein paar Messer. Nächster Versuch. Der dafür verantwortlich ist. Seht euch an, Herr. Ich bitte euch nur mal ein paar kleine Münzen. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Ein Wunder hat man hier für 3 Minuten Zeit. Komm noch mal hier vorgelaufen, bitte. Schnell weg. Und der letzte läuft ja irgendwo da hinten rum, ne? Maudit voleur, je te ferai trancher la main. Himmel, was ist passiert? Wer hat das getan? Sagt es mir! Findet's doch selber raus. Was ist dieser armen Seele widerfahren? Tötet den Assassin! Ja, ich hab's geahnt, dass ich hier nicht rüberkomme. Stopp den! Ja, ist okay. Och, Leute, ich hasse euch. Allesamt. Ja.
Ich muss mich, glaube ich, erstmal um den da kümmern, der da alleine rumrennt. Backt sich der da jetzt ernsthaft fest? Okay. So. So, jetzt ist der da hinten schon mal weg. Zwei von drei. Der letzte dreht hier hinten seine Runden. Schnell weg. Warum kann es nicht immer so einfach gehen? Oh nö. Lasst mich in Ruhe. Ihr seid vom Glück verfolgt. Ihr lebt und ich bin noch in Akkon. Das hier kann ich euch sagen. Das Einzige, was gefährlicher ist als ein betrunkener Seemann, ist einer, der auch wütend ist. Ich weiß, das ist nicht viel, aber dank eurer Weisheit wird es euch sicher helfen. In den Docks treiben sich viele betrunkene Seeleute rum. Ja, das habe ich schon gemerkt. Einmal schon. Weg. Elender Dieb, du wirst sterben. Diebstahl wird mit dem Code weg. Ach, ihr Wichser. Wart mal, bis ich wieder ein bisschen Gesundheit habe. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Lass mich los, bitte. Warum war hier so... In die Rache Gottes. Heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten.
Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. So, jetzt muss ich wieder einen Weg da hochfinden. Der kann sich hier natürlich nicht dran festhalten. Was dachte ich denn auch? So wahrscheinlich, wa? Ich riskiere nicht, dass der mich verpfeift. Sitzt im Stroh und kichert sich einen ab. Ah, okay. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Haltet euch fern von mir. Je vais te triper. Seite. Nicht nur wirklich. Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Wer hat das getan? Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Oh, was ist das? Na, was ist das? Das ist ein Böse. Das ist ein Baum. Ich dachte, da ist ein... Ihr seid hier nicht erwünscht. Ui, mir gehen die Messer aus. Eine Assassine! War es das wert, dass du einen Assassinen rufen musstest? Eskorte. Ich gehe erst noch mal zu dem Aussichtspunkt. Warum? Warum passiert das? Frage bleibt dieselbe. Ach, der hat genießt. Hat du Schnuppen? Oder die Pest? Und warum kletterst du da jetzt nicht drauf, Alter, ihr? Du machst mich kirre. Dann machen wir es eben auf den anstrengenden Weg.
Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Wie konnte ich ihn nur verlieren? Ja, gute Frage. Belauschen. Belauschen ist entspannt. Und jetzt bräuchte ich mal... Aha! Meine Messer. Die Wachen, da soll ich wahrscheinlich belauschen, hä? Nein, bitte geht. Es wird immer schlimmer. Seine Furcht kennt keine Grenzen. Er hat die Wachen verdoppelt. Niemand schläft mehr. Bis er den Hafen zu seinem Heim machte, war es nicht so schlimm. Er plant etwas auf See. Deshalb kam er hierher. Doch was? Was hat das zu bedeuten? Ihr beiden dort in der Ecke, flüsternd und intrigierend. Nichts derartiges. Wir haben nur... Nur was? Was habt ihr zu verbergen? Aber ihr irrt. Ist das der... Assassinen. Gewiss sind sie jetzt in der Nähe und beobachten uns. Findet ihr das amüsant? Ist das Sinnbrand? Tatsächlich! Nun, sie brennt, solange ihr könnt! Verdoppelt die Wachen! Welche? Na, alle! Wir haben nicht genug Männer. Findet welche! Ruft unsere Krieger vom Felde zurück, wenn es sein muss! Das wird den König ja freuen. Aber ich brauche noch Geld. Siebrand versteckt sich im Hafen. Auf der Karte sah das gar nicht so weit weg aus. Ja, ist gut. Das Spiel will mich nicht so lassen, wie ich will. Da ist er. Ihr, ja ihr. Ich erkenne diese Robe. Hütet eure Klinge, ich verrate euch nicht. Ich brauche eure Hilfe. Ich traf einen Mann, der mir nun nach dem Leben trachtet. Die Umstände sind nicht wichtig. Wisset nur, dass er es verdient hat. Bringt mich sicher zum Stadttor und ich werde euch belohnen. Bin ich froh, dass diese Saufköppe auch immer abhauen, wenn es um Schwertkampf geht. Okay, es geht von der Entfernung her. Ich strecke dich nieder. Was? Wo? Wer? Du bist nicht auf meinem Weg! Oh, dieses Hängen wird immer schlimmer. Ich laufe hier von niemandem davon. Hier endet dein Leben. Oh, ja, dann kommt mal her.
Ich war das nicht, nein. Geh weg. Geh weg, Mann. Ich schwöre, ich verstoß gleich gegen's Credo. Und hau dir meine Klinge in die Fresse. Exzellent. Nun sollte ich sicher sein. Ach ja, die Belohnung, die ich versprach. Hier ist sie. Diese Karte hat mir stets gute Dienste erwiesen. Ich hoffe, dass sie euch auch nützen kann. Ich nicht. Ich gehe wieder hier rauf. Vielleicht war es Selbstmord. Bitte sag nicht, ich muss wieder in die Kirche einbrechen. Nö, muss ich zum Glück nicht. Hi, ihr Arschgeigen. Ich brauche Hilfe! Hilfe! Vorsicht jetzt! Na komm! Dass der dann einfach das Ziel wechselt. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Wer kann sowas getan haben? Ich nicht. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Den habe ich, aber den kann ich euch leider nicht sagen. Maudit voleur, je te ferai trancher la main. Voleur, c'est ma chair. Ma chair sera terrible. Je vais t'étriper. Tu me fais perdre mon temps. Je suis, tiens. Je vais t'achever. Je vais mourir. Soit.
Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft habe. Ja. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Du Heide, verbotst du nicht sterben! Taschendiebstahl. Sag ihm, ich sage nein. Ich lasse nicht zu, dass Soldaten sich in mein Geschäft einmischen. Hör zu, alter Mann. Nein, ihr hört mir zu. Das ist mein Hab und Gut nicht seins. Selbst wenn Jesus Christus den Mann persönlich ermächtigt hätte. Es ist keine Bitte, es ist ein Befehl. Oh, das ist ja drollig. Er könnte nicht mal kleine Kinder befehligen. Ich habe gesehen, was er aus dem Hafen gemacht hat. Mich wird er nicht ruinieren. Lest einfach den Brief. Ihr werdet sehen, seine Bedingungen sind großzügig. Ach gut, ich werde mir sein Angebot anschauen. Ich glaube aber nicht, dass ich meine Meinung ändern werde. Und jetzt geht, hinfort! Alte Leute sind schmerzfrei. Ich weiß halt nicht, wo der lang will. Wahrscheinlich da lang, wo der Depp immer lang läuft. Siebrand hat keine Wachen an den nördlichen Docks postiert.